Wir haben fast alle an Bord und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem diesjährigen ISB Open Innovation. Wir haben eine tolle Gruppe, wir haben fast 80 Anmeldungen, wir hatten jetzt ein paar Absagen wegen Krankheit, aber wir haben eine ganz tolle Runde hier beisammen und haben einen tollen Zuspruch und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid, dass ihr euch diese 24 Stunden mit uns anschaut, die mit uns gestaltet und wir uns in diesem Kreis auch begegnen können zu einem Thema, was, glaube ich, einfach sehr an der Zeit ist. Wir hatten letztes Jahr diesen Themenstrang schon und wir haben ihn dieses Jahr wieder. Ja, ich bin Thorsten Veit, ich bin der Leiter vom ISB und ich begrüße euch ganz herzlich. Ich sage jetzt schon mal hier du und ich hoffe, das ist für alle okay. Wir sind in der ISB-Kultur immer im Du und das wäre auch schön, wenn wir das hier in diesen zweimal einen halben Tag wieder gestalten könnten zusammen. Und wir sind wieder in Augsburg, wie letztes Jahr auch. Wir haben die Gelegenheit genutzt, wieder mit den Kollegen von Köninger zusammenzuarbeiten und jetzt in Augsburg diese zwei halben Tage zu verbringen. Und bei uns ist es beim Open Innovation immer wichtig, dass wir natürlich Inspiration und Musik von vorne haben. Da haben wir einiges entwickelt und wir haben aber auch genug Zeit eingeplant, damit ihr euch begegnen könnt, damit wir im Dialog sind, damit wir auch heute Abend genug Zeit haben, um den informellen Austausch zu pflegen. Also Open Innovation heißt immer nicht nur von vorne Musik hören, sondern wirklich auch miteinander in die Begegnung kommen. Und da werden wir euch gleich noch mehr informieren und orientieren, was wir die zwei halben Tage vorhaben. Ja, ich darf euch ein bisschen orientieren über die Art und Weise, was wir hier vorhaben und dann hole ich gleich noch mehrere Leute mit auf die Bühne, die hier mit entwickelt haben und die auch mit gestalten werden. Vielleicht ein paar Sätze zu dem Thema Open Innovation. Was heißt es für uns? Open Innovation ist ein Format, was wir 2017 gestartet haben mit dem Volker zusammen, damals zum Thema systemische Strategiearbeit. Und das Format hat sich einfach sehr etabliert bei uns am ISB und auch im Zusammenspiel mit der Firma Köninger zu Themen, die uns selbst beschäftigen, wo wir sagen, das ist etwas, was uns wieder begegnet oder wo wir gerade was neu entwickeln und das wollen wir ganz früh und auch jetzt im Leadership ist jetzt nicht ganz neu, aber wir wollen es jetzt zu dem New Leadership auch früh in unsere Community tragen und mit euch weiterdenken, weiterentwickeln und gucken, was passiert auch so mit so zwei halben Tagen in diesem Sprintformat. Wir haben es Open genannt, weil es offen ist für alle. Ihr seid jetzt aus allen sowohl Alumni-Gruppen am ISB, aber es sind auch Menschen dabei, die noch nicht am ISB waren. Wir sind offen in der Gestaltung. Wir haben uns vieles überlegt, was dieses Jahr gut passen könnte. Und wir sind auch offen in dem, was wir gemeinsam daraus machen. Das heißt, es liegt auch an uns, und ich lade euch dazu ein, aus diesen zwei halben Tagen das zu machen, was wir gemeinsam daraus machen wollen. Und offen heißt auch Open Source. Ganz bewusst unsere Open-Source-Philosophie, dass wir all das, was wir hier jetzt in diesen zwei halben Tagen miteinander erarbeiten und gestalten, auch für uns alle nutzen können. Das heißt, all das Material, was wir auch mitbringen, soll euch allen auch danach zur Verfügung stehen. Und dazu gehört auch, ihr habt die Almut vielleicht hinten schon mit der Kamera gesehen, dass wir eine Videoaufnahme machen werden und das dann im Nachgang auch in unsere Community kommunizieren werden, für diejenigen, die jetzt leider nicht dabei sein konnten, dass sie einfach ein bisschen den Inhalt und auch den Spirit mitkriegen. Ja, dann der Brückenschlag zu Open Innovation 2022. Da waren wir auch in Augsburg. Damals hatten wir das Thema Leadership Quo Vadis. Die Barbara, wo ist sie? Barbara Müller-Gestes hat uns damals als einen Beitrag sehr inspiriert und uns auch mit ins Thema genommen. Und wir hatten dann so viel Energie im Raum zum Thema Leadership, dass wir gesagt haben, wir können da jetzt noch nicht aufhören. Das ist ein Thema, was voll dran ist. Und wir haben dann damals schon gesagt, wir machen einfach einen weiteren Schritt, wir machen damit weiter. Und so sind wir dieses Jahr dann zum Thema New Leadership gekommen. Haben vieles dabei, was wir euch auch zeigen werden und wollen da weiter dran arbeiten. Jetzt kann man natürlich das Thema Leadership auf 100 Wegen einführen. Wir haben uns in dieser Vorarbeit sehr damit beschäftigt, welche Ansprüche, welche Erwartungen, welche Anforderungen eigentlich heute an Leadership gestellt werden. Wir erleben an vielen Stellen Überforderungen, Erschöpfungen, vielleicht manchmal auch ein Stück Entgrenzung, was von Leadership-Verantwortlichen alles gemacht werden soll und alles verantwortet werden soll. Und wir hatten letztes Jahr auch das Thema was ist eigentlich an Leadership-Rollen noch interessant und erstrebenswert? Also wer will das eigentlich noch machen heute? Wer hat Lust auf diese Rolle? Und
das kann uns dieses Jahr in diesen zwei halben Tagen auch beschäftigen. Erschöpfung, ich habe, glaube von Martina diesen Begriff des organisationalen Burnouts aufgenommen vor einigen Monaten. Zielkonflikte, Verunsicherung, Dilemmata, die für uns alle, die in Führungsrollen sind, Alltag sind. Und dann haben wir gemerkt, ja, wir wollen dem eigentlich jetzt nicht nur diesen sehr ernüchternden Teil und diesen Teil der vielleicht manchmal auch Aussichtslosigkeit anheimstellen, sondern wir wollen eigentlich gucken, was ist denn möglich, was ist nach vorne gerichtet, denkbar und was ist das Neue an Leadership, was ist vielleicht das neue Bild und das Vorbild von Leadership in der heutigen Zeit. Also auf der einen Seite so dieses heroische Bild von die Führungskraft muss alles, kann alles, darf alles, hin zu verteilter Führungsarbeit. So wie wir auch von Strategiearbeit sprechen, kann man auch, sprechen ja viele auch schon heute von Strategiearbeit und Führungsarbeit. Und das kann auch vielleicht dahin gehen, dass wir mehr über Führungsverantwortung, über Leadership Responsibility sprechen, die dann eben auch in der Verantwortung verteilt sein kann. Dann sind wir so an den Fragen vorbeigekommen, wie viel Persönlichkeit, Führungspersönlichkeit, Leadership-Persönlichkeit braucht es eigentlich? Also das, was so geprägt ist von der Person, die da Verantwortung trägt. Gegenüber, und das ist jetzt vielleicht gar kein Entweder-Oder, Führungskultur. Also das Individuelle auf der einen Seite und das Überindividuelle, wie die Organisation sich versteht, wie der Führungscharakter der Organisation ist. Und auch da werden wir an den Tagen wahrscheinlich dran vorbeikommen. Und dann kommt natürlich ein ganz aktuelles Thema auch noch dazu, nämlich das Thema künstliche Intelligenz. Also inwieweit wird künstliche Intelligenz einen Einfluss haben auf unsere Arbeit sowieso und wie wird künstliche Intelligenz auch Einfluss haben auf unsere Führungsarbeit, auf unsere Leadership-Arbeit, auf Entscheidungen. Wie weit sind sie von der Maschine mitgesteuert, mitgeprägt? Was heißt es für diese Mensch-Maschine-Interaktion? Und vielleicht ganz wichtig auch nochmal, welchen besonderen menschlichen Beitrag und welche Qualität in Führung werden wir dann auch brauchen, wenn viel mehr Mensch-Maschine-Interaktion entsteht. Also, viele Fragen, wir werden viele Fragen noch neu und mehr dazu entdecken. Ein großer Fächer und wir haben ja die Möglichkeit damit, auch gar nicht jetzt mit fertigen Konzepten hier reinzugehen und auch wieder rauszugehen, sondern vieles auch gemeinsam zu denken. Und es gibt viele Fragen für die Praxis und für die Umsetzung in der Praxis. Und jetzt komme ich dann gerne zu dem Zusammenspiel mit Köninger. Ich begrüße die Christina auf dieser Bühne, Mitglied der Geschäftsleitung von Köninger. Und ich freue mich sehr, dass wir wieder hier mit euch in Augsburg sein können. Volker kommt ja aus Augsburg, hat Köninger aufgebaut und wir haben dann irgendwie damals gesagt, ja, wir fahren irgendwie auch mal nach Hamburg für unser Symposium Nord. Lasst uns doch auch mal nach Süden fahren und haben jetzt hier in Augsburg das zweite Mal diese Möglichkeit. Alfred hier in der Runde, letztes Jahr auch mit hier auf der Bühne. Ja, und ich freue mich, Christina, dass du auch ein paar Sätze zu Köninger und unserem Zusammenspiel sagst. Wir haben auch in der Vorbereitung nochmal gemerkt, so das eine ist ja die Professionalisierung, die Qualifizierung, die wir am ISB machen und dann eben die Umsetzung in die Praxis, die Umsetzung in die Unternehmen hinein, die ihr macht, die viele andere auch machen. Und ich freue mich nach wie vor sehr über unser Zusammenspiel und freue mich, dass du jetzt hier bist. Danke, Thorsten. Könnt ihr mich hören so? Ja, willkommen in Augsburg, Heimatstadt der Köninger GmbH. Für uns ist das Motto, nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie. In diesem Sinne leben wir seit, ich glaube, so 25 Jahren fast eine Symbiose mit euch hier am ISB. Mein Bild dazu ist der von einem Baum. Als Beraterteam sind wir eng verwurzelt mit den Modellen, mit den Konzepten, mit der Haltung, die wir hier, die meisten von uns hier im Team am ISB gelernt haben und tragen die Früchte in die Welt der Unternehmen, in die Welt der produzierenden Unternehmen, Automobilindustrie, Hightech, alles Unternehmen und Unternehmenswelten, die ihr alle kennt als sehr hands-on, sehr operativ. Und diese Brücke zu schlagen zwischen Theorie und Praxis und da aber auch ich spreche gerne von Führungspersonen, weil nicht unbedingt immer nur Führungskräfte, wie du sagtest, führen. Und da auch Führungspersonen
Instrumente und Möglichkeiten an die Hand zu geben, in dieser explodierenden Komplexität handlungsfähig zu werden, handlungsfähig zu bleiben, da zu navigieren, ohne unzulässig zu vereinfachen. Das ist eine Arbeit, die wir, wie viele andere auch, mit den Modellen, die wir auch hier in Wiesloch lernen durften, tun und über das wir gerne mit euch auch in den nächsten Tag hier in Austausch gehen. Die Modelle in Wiesloch haben für uns auch noch eine andere große Bedeutung, nicht nur in der Arbeit mit dem Kunden, sondern auch als gemeinsame Identifizierung in unserem Team von Beraterinnen und Beratern. Wir sind ein Team aus, ich sag's mal, 40 markanten Beraterpersönlichkeiten. Ich gucke gerade mal in die Runde, vom Regisseur zum Ingenieur, von Menschen aus Shanghai und Schwieberdingen mit den unterschiedlichsten Professions- und Hintergründen und natürlich auch Persönlichkeiten. Und das, was uns dann aber auch zusammenhält, ist die Haltung, die wir hier am ISB gelernt, erarbeitet haben, und das gemeinsame Beratungsverständnis. Ich war zum Beispiel letzte Woche in einer Beratungssituation bei Kunde mit einer Kollegin, die ich bis dato noch nie gesehen hatte, also noch nie persönlich. Und wir sind aber sofort, ohne es geplant zu haben, in ein Reflecting Team gegangen, um mal darüber zu spekulieren, was haben wir denn jetzt gerade hier beobachtet. Das war total spontan, und ohne unsere gemeinsame Herkunft aus Wiesloch wäre das so nicht möglich gewesen. Also es ist für uns eben auch die Möglichkeit, sehr schnell mit einer gemeinsamen Haltung und auch mit gemeinsamen Heavyweight-Kernmodellen bei Kunde eben aufzutreten. Das, was du gerade geschildert hast, Thorsten, erleben auch wir, die Frage von eben Überforderung, von dem Erleben, dass Führungspersonen sich überfordert fühlen von dieser Explosion an Komplexität und Geschwindigkeit. Und das, was uns auch in unserer Arbeit ist, da auch wichtig ist, da auch mal wieder so ein bisschen Leichtigkeit und Spaß in die Sache zu bringen. Wer will den Job überhaupt noch machen, war letztes Mal auch Thema. Und dann, wie du es schon sagtest, diese Erleichterung, die entsteht, wenn wir sagen, hey, ihr müsst nicht alles wissen, ihr müsst auch nicht alles entscheiden. Eure Rolle ist eher, einen Rahmen zu halten, in dem Widersprüche und Perspektiven in Bearbeitung gebracht werden können. Ihr müsst Dilemmata nicht lösen, ihr müsst sie in Bearbeitung bringen. Ihr müsst, wie du sagtest, ihr müsst nicht die Heldin sein, sondern eure Rolle ist vielleicht eher ich hatte gerade ein Gespräch, der Lernregisseurung oder des Beziehungsarchitekten. Das schafft dann einfach große Erleichterung. Auch die Idee der geteilten Führung, die wir selbst hier im Unternehmen leben, da auch nochmal mit ganz anderen Modellen auf unsere Kundensysteme zuzugehen, und damit auch Erleichterung und hoffentlich wieder Spaß in die Sache zu bringen, ist eine Aufgabe, der wir uns verschrieben haben. Wie gesagt, Theorie und Praxis heute ganz nah beieinander. Wir hoffen, dass wir mit euch in den Dialog gehen, wie bringt ihr als Führungspersonen, als Berater, als Menschen, die sich für die Entwicklung von Organisationen und Führungskräften engagieren, wie bringt ihr diese Modelle in die Wirksamkeit und in die Praxis, aber auch natürlich, was lernt ihr aus der Praxis, was können wir wieder zurück in die Theorie tragen. Insofern, es wird ein Tango aus Theorie und Praxis, und ich freue mich aufs gemeinsame Tanzen. Mhm, danke. Vielen Dank, Christina, vielen Dank an euch Königer, Kolleginnen und Kollegen. Jetzt freue ich mich sehr, Caroline mit hier auf die Bühne zu holen, Caroline Schwarz. Eigentlich wären wir jetzt hier zu dritt. Das tut uns in einer Weise leid, dass wir nur zu zweit sind, aber ich freue mich sehr, dass wir das auch zusammen machen dürfen. Eigentlich hätten wir hier die Julia Kessler noch als Moderatorin auf der Bühne gehabt. Sie ist leider krank geworden und kann deswegen nicht hier sein. Und dann haben wir gesagt, wir machen das auch mit euch zusammen zu zweit und schicken liebe Grüße an Julia und gute Besserung. Ja, Caroline, ich darf dich hier mit auf die Bühne holen. Ich habe mir ein paar Sachen natürlich notiert. Erfahrene Beraterin, erfahrene Interne, erfahrene Moderatorin. Warst viele Jahre bei Daimler, Herzensthemen, Integrität und Nachhaltigkeit. Hast bei uns die Ausbildung gemacht, 2021 die Masterclass, BWLerin ursprünglich vom Hintergrund, und warst einfach in den letzten Jahren ganz aktiv bei uns im Netzwerk eingebunden, hast gerade das Mastertreffen moderiert und organisiert mit der Barbara zusammen und der Jule Jankowski, hast mit mir den Podcast gemacht zum Thema Lernen im Topmanagement und warst ja jetzt zuletzt die HRO in einem großen Textilhandelsunternehmen. Und ja, ich freue mich, dass du einfach auch deinen Hintergrund als Leadership-Person in Führung, in Leadership-Verantwortung auch mit hier einbringst, und freue mich jetzt einfach sehr, mit dir das Ganze gemeinsam zu moderieren, und freue mich, dass du jetzt hier bist.
Dankeschön. Ich gucke jetzt mal, ob es ohne Mikro geht. Geht das oder lieber mit? Ja. Super, dann habe ich nämlich zwei Hände frei. Das ist für mich immer deutlich einfacher. Ich glaube, ich stelle die Agenda vor. Ich freue mich riesig, da zu sein. Ich bin ja eher erfahren in allem, habe ich festgestellt. Gucken wir mal, ob ich im Moderieren so erfahren bin. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Was ich total entlastend finde, ist ja, dass es eine Innovation ist. Und bei Innovation gibt es ja auch viel Spontanität. Insofern können wir eigentlich alle miteinander ja schon mal gar nichts falsch machen. Und wir haben auch einen super Plan, den wir natürlich jederzeit auch, wie es bei der Innovation so ist, verwerfen können. Aber wir dachten, wir stellen den jetzt erstmal vor, was wir heute vorhaben und was wir morgen vorhaben. Und dann gucken wir nachher, ob wir dabei geblieben sind. Genau. Seht ihr hier hinten dann, solange wir hier aufs nächste Slide gehen, hier hinten hängt ein Poster. Und wer letztes Jahr schon beim Open Innovation war, hat den Julius kennengelernt, der fantastisch gescribbelt hat, was denn so hier im Raum passiert. Und das haben wir uns am Schluss angeguckt und es hat wirklich weitergelebt das letzte Mal. Deswegen haben wir gesagt, das machen wir dieses Mal wieder. Deswegen steht Julius und alle schlauen Sachen, die ihr fallen, finden sich nachher in Wort und Bild in irgendeiner Form vielleicht da hinten auf dem Plakat.